Der Bioreaktor funktioniert wie der atmungsaktive Stoff einer Jacke. Von der einen Seite aus lässt er bestimmte Moleküle hinaus, von der anderen aber keine hinein. Im Bioreaktor befinden sich insulinproduzierende Zellen, die ihr Insulin durch die semipermeable Membran in den Körper abgeben. Die für die Zellen gefährlichen Antikörper können im Gegenzug aber nicht eindringen. So bleibt das System geschützt.